So, wir sind fleißig dabei, das Plattenfundament zu gießen. Drähte habe ich geholt, habe schon angefangen. Und jetzt wird's wieder lustig. So, dort war schon. Okay. Mal das Gerät mal zurücksetzen. So. So, ich lasse die Geräte mal hier stehen erstmal. Wenn ich Baustelle räumen muss, dann wird das ja mir sagen. So, ich bin fleißig dabei. Wir sind jetzt schon, wir dürfen jetzt Holzrahmen hier dran setzen. Das probieren wir jetzt mal nicht. Aber ich krieg's ja nicht kaputt. Wir wollen nichts kaputt machen. Nein. Ganz vorsichtig mal reinsetzen. So, das hätten wir schon mal. Jetzt muss ich Wandmauern. Oh oh. Ich kann auch so gut mauern hier in diesem Spiel, bestimmt. Und hier kommt auch noch irgendwelche Platten hin. Ich denke mal, es könnte sein, dass da hier gleich Dachplatten hinkommen. So, erstmal auspacken hier. Erstmal Wandmauern. So, das hätten wir schon mal. Mal weiter. Und hier nochmal. Nein, nicht das. Die Wandmauern. Ja, wenn es mal so schnell gehen würde, ne? Auf der Baustelle. Pfeiler platzieren. Seilen liegen hier irgendwo. Und die sehe ich anscheinend nicht. Nee. Ach doch, da vorne. Da liegen sie. Sind sie doch, oder? Was meint er? Doch, die, da sind sie. Die liegt doch schon hier. Hä? Bin ich verwirrt. Aber das passiert schon öfters mal in dem Spiel. Ach, jetzt macht er die Punkte da setzen. Na? So, also die Holzpfeiler sollen hier hin. Ja. Und duck zurück wieder. So. Nummer 1. Ach komm, da. Guten Holzpfeiler hier aus. Gute Eiche. Okay, jetzt kommt das Dach dran. Oh oh. Oh 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 oh. So, einmal drehen. Also so langsam wird's hier was, ne?
wieder drehen, dass es gleich richtig sitzt. So, Second Element Holzrahmen. Muss ich das noch kaufen oder habe ich schon auf der Baustelle? Das ist meine Frage. Also muss ich schon haben hier stehen. So, jetzt habe ich alles endlich mal mir besorgt. Der LKW mit den Schwerlast. Warum hier? Also. Ja, ich muss noch ein bisschen lernen, wie, wo ich was wegkriege und was nicht. Ich dachte, ich kriege es aus den Fertigwände, also wo man Fertigwände und so wegkriegt. Nee, ich musste die Sachen auch extra vom Sägewerk holen. Wieder was dazugelernt. So, und jetzt können wir endlich mal weitermachen hier. Wo bin ich denn dagegen geknallt? Ich hoffe nicht gegen das Haus. Ich glaube, das mögen die Leute nicht, wenn ich gegen ihr Haus knall mit so einer dicken Holzpalette. Die Holzrahmenelemente. Oh, das sind aber dicke Platten hier. Aber kriegen wir drauf. Kriegen wir drauf. Ja, hör. Ich glaube, so lasse ich die Platte. Aber noch ein bisschen näher dran. So, oh, jetzt geht's weiter. Nein, stopp. Nee, so wollen wir es nicht absetzen. So ist besser. So sieht es schön aus. Mir aber ein bisschen zu viel gerade. Oh, komm, ein bisschen ausschwecken lassen. So. So, Strandbauabschnitt. Palette Großschwarm, Paletten und Palette Isolierung. So
sind aber gut vorangekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell fertig werden könnte. Alles, weil ich bin ja schon fast bei 70%. Also es geht. Also das Strandbad geht recht schnell. Also das Hotel war aufwendiger, definitiv. So. So, Isolierung anbringen. Ja. Mauer. Machen wir das mal hier. Ja, was mache ich nicht alles fürs Geld? Und hier nochmal. Okay, also den Kran brauche ich anscheinend nicht mehr. Dann demontieren wir den. So. Oh, ich muss hier raus. Uah. Jetzt muss ich noch Sand liefern und entladen. Oh, erstmal kann ich. Nein, komm. Die bringe ich auch immer weg hier. Die stören mich sonst. Boah, ich glaube, ich kann nichts kaputt fahren jetzt. Oh Mann, hier habe ich ja jetzt eine Dreckspur gemacht auf dem. Naja, kann ich nachher sauber machen. Kann ich ja nachher alles sauber machen, ja. So, gut, dass ich immer meinen LKW dabei habe. So, befüllen wir mal Sand. So. Können Sie hier einen Sandbuch bauen oder was auch immer wir vorhaben. Terrasse-Element hier, diese Holzrahmen, die werde ich bestimmt nicht mit einem kleinen LKW mit Tragkran jetzt hochheben können. Das ist eigentlich nie möglich. Warum? Also hätte man vielleicht etwas anders lösen können. Ah, dann machen wir das mal, ja. So. So, Materialien auspacken. Sehen wir hin.
Also ganz ehrlich, ey. Jetzt wegen dieser einen Palette muss ich meinen Mobilkran holen. Oh, sieht schon mal nicht schlecht aus hier. So, das noch. Erinnert mich irgendwie bei uns immer. Gibt es im Sommer immer eine Strandbahn. Daran erinnert mich das irgendwie. So mobile Strandbahn. So, wird das aufgebaut und so Herbst wird es wieder abgebaut. Erinnert mich irgendwie daran gerade. So. %99. Ich denke mal, der Mobilkran kann ich jetzt wieder einpacken und wieder in den Fuhrpark verfrachten. Das heißt, für diese eine Palette. Dieser ganze Bereich muss ich jetzt räumen. Nein. So, fahren wir den noch weg. So. Sollte ich nicht noch die Bedachung machen? Oder macht das der Dachdecker? Wahrscheinlich der Dachdecker. Na gut. Hätte ich aber auch machen können. Aber naja. Der neue Stadtstrand wird bei der Eröffnung in ein paar Wochen bestimmt Eindruck hinterlassen. Jetzt müssen prominente Partygäste zum Feiern nicht mehr in andere Städte reisen. Das erhöht den Glam-Faktor unserer Stadt und tut auch der hiesigen Wirtschaft gut. Das Ambiente gefällt mir ausgesprochen gut. Genauso stimmungsvoll habe ich es mir erhofft. Du scheinst ein gutes Team zu haben und bist auch offen für extravagantere Visionen. Das gefällt mir. Mal schauen. Vielleicht habe ich da schon bald einen neuen Auftrag für dich. Alter, Alter. Ach, da muss ich hier räumen, wegen der Creme de la Creme hier. Ja, ja, ist klar. Na gut, Auftrag erledigt. Wieder was geschafft hier. Mal gucken, was ich als demnächst, was ich mache. Es gibt ja noch ein paar Jobs in der Kampagne von Ihnen. Was will er denn nächstes Mal haben? Eine Glanz und Glorie. Hätte er... Die Umwelt, Madame, möchte eine Biogasanlage. Das wird wahrscheinlich auch ein extremes großes Projekt. Kulturelles Erbe, der möchte den Waldweg verbessert haben. Und die Bürgermeisterin möchte einen Bahnhofsaufbau. Wird auch ein größeres Projekt. Mal schauen, was ich demnächst davon mache. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich würde sagen, man sieht sich, man hört sich. Und ich gehe jetzt zur Strandbar. Ciao, ciao.